Ja, grüße euch, hallo. Ja, wie ihr seht, liegt hier eine ganze Menge Kram rum. Ne? Ich habe hier schon mal Mauern gealtert, zusammengebaut für die Landschaftsszene. Das gleiche habe ich hier mit so Zäunen gemacht, die ein bisschen farbig behandelt. Ja, das ist jetzt am Trocknen. Dann habe ich drüben auf der Anlage, habe ich schon mal in den Bereich die Gipsfelsen eingebaut, ein bisschen gegipst. Das Ganze muss jetzt abtrocknen. Ja, es ist ad hoc nichts zu tun, was den Landschaftsbau angeht. Dachte ich mir, ich schnapp mir mal hier die 78 von Fleischmann und guck mal an, was die für ein Leiden hat. Da hatte ich ja gesprochen, dass die kaputt ist, hatte ich euch ja gezeigt, und dass sie halt nicht fährt, ne? Ja, jetzt will ich kurz noch eine Runde aufräumen, Zaunkram So. Ja, ich hatte ja gesagt, dass die Lok hier nicht läuft, laut Verkäufer. Und ja, dass da diverse Sachen abgebrochen sind. Jetzt ist mir schon wieder was abgebrochen. Hier vorne so ein kleines Teil. Ich habe den Verkäufer angeschrieben, der hat mir 10 Euro erstattet. Da habe ich gesagt, komm her, ist gut so, fertig ist die Kiste. Und gut so hat mich das Modell jetzt halt 30 Euro gekostet. Ich habe die schon mal aufgemacht. Da ist unten eine Zentralschraube, so ein längeres Teil. Aufschrauben und dann ja, das Gehäuse vorsichtig abziehen. Ja, warum fährt das Ding nicht? Ist ganz einfach. Der Motor ist fest. Sprich hier das Ritzel. Das lässt sich auf der Motorwelle drehen. Das ist lose. Ja. Der Motor bewegt sich nicht. Der sitzt fest. Das heißt, ich muss jetzt hier den Motor rausmachen. Gibt es hier zwei Schrauben, die muss man entfernen. Und ich hoffe, dann kriege ich das Motorschild da raus. Das muss ich auch massefrei machen. Und dann will ich mal gucken, warum der Motor sich nicht dreht. Jo, schauen wir mal. So, die Schraube ist extra lang hier. Ne, geht eigentlich. So, ich hoffe, dass das Motorschild jetzt da rausgeht. Das Motorschild sitzt auch hier unten hinter den Rädern. Muss ich mal schauen, werde ich erstmal die Kabel abmachen. So, gucken, wie dann rausgeht. Ja, ich muss jetzt irgendwie da dran kommen, dass ich das Motorschild abkriege. Jetzt gucke ich gerade, wie ich das Viech weiter zerlegen kann. Ich mache mal hier vorne diese Schraube ab. Gucken, was sich da jetzt so löst. Okay, die Steuerung geht da ab, aber ansonsten. Okay. So, ich will jetzt mal gucken, dass ich hier unten diesen Deckel abkriege. Dazu kann man hier hinten an der Seite das ein bisschen aufdrücken. Da rastet das dann ein, dieses Plastikteil. Das Ganze mache ich jetzt auf der anderen Seite auch mal hier vorne. So ein bisschen zur Seite machen. So, und dann kann man hier unten diesen Deckel abmachen. Heideschlackbumpe. So, im nächsten Schritt kann ich dann die Achsen abmachen hier hinten. Zumindest die, hoffe ich zumindest, weil das geht gar nicht da raus, sehe ich gerade. Ach du Scheiße. Haha. Ja, ich hätte gedacht, ich kann jetzt die Achsen rausnehmen, aber das geht gar nicht. Die sind da richtig fest hier unten drin. Okay. Ja, das ist ja ein Hammer. Okay. Wie komme ich denn da an das Motorschild dran? Das ist jetzt eine Sekunde mal. Ja, wie gesagt, ich hatte jetzt hier unten dieses
Teilchen abgenommen, in der Hoffnung, dass ich die Achsen rauskriege und dann das Motorschild abnehmen kann, um den Motor zu reinigen, da dran zu kommen, dass das Ding dann fährt, ne? Das war leider ein Misserfolg. Ja, weil die Achsen, wie gesagt, nicht rausgehen. Ich denke, man müsste dann hier das ganze Gestänge abnehmen, die Achsen, Quatsch, die Räder von den Achsen abziehen, um dann das Motorschild rauszumachen. Da hatte ich also gar keinen Bock drauf. Also habe ich mal die grobe Methode gewählt. Ja, habe Isopropanol genommen, erstmal hier auf das Lager Isopropanol gegeben, habe das einwirken lassen, der Motor war immer noch fest. Ja, und dann habe ich einfach mal die grobe Kelle genommen und habe einfach mal den Motor da oben in das Loch einfach Isopropanol reingeschüttet, das Ding hin und her geschwenkt, sodass das Isopropanol-Zeug sich überall verteilen kann. Und siehe da, Motor läuft wieder, ne? Das heißt, der hat da irgendwie festgesessen, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sich das Ding gelöst und der Apparat funktioniert, ne? Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt werde ich den eine Runde fetten. Ja, und dann wieder zusammenbauen, ne? Gut, auch die grobe Kelle kann mal funktionieren. Einzige Problem, was ich habe, da muss ich mir das Sekundenkleber wieder ran hier, dass halt das Motorritzel von der Welle abgegangen ist, ne? Das werde ich dann wohl festkleben müssen, aber ansonsten funktioniert das Ding nicht. Kann mir nicht vorstellen, dass das fährt. Na gut, fahren tut's, aber ich denke, es wird dann irgendwann durchdrehen, befürchte ich mal. Na gut, das muss ich halt dann festkleben, das Zahnrad, sprich Ritzel. Na, das ist schon ziemlich lose da drauf. Na, das ist nicht das große Problem. Das kriege ich hin. So, ich werde den Apparat jetzt erstmal unten die Achsen fetten. Ne? Das ist durch das Isopropanol, habe ich auf die Achsen gegeben. Die sind jetzt auch eine ganze Ecke leichter am Drehen. Das Schöne beim Isopropanol ist halt, dass, wie soll man sagen, das verdunstet halt dann. Ne? Für Alkohol ist dann irgendwann weg. Gereinigt ist der Apparat jetzt dadurch, das fährt, das wird das ganze Ding geölt und dann baue ich das erstmal wieder so weit zusammen hier. Ich habe jetzt das Ritzel wieder mit Sekundenkleber aufgeklebt. Ja, da kommt halt meine Allzweckwaffe zum Einsatz. Das ist der Tesa Sekundenkleber vom Aldi. Ne, der klebt halt wie Schwein. Da habe ich schon mehrere Motoren die Ritzel aufgeklebt. Das hält super, das Zeug hier. So, Motor dreht nach wie vor. Ja, der Motor dreht nach wie vor, seht ihr ja. So, das heißt, ich werde jetzt hier das Ritzel wieder aufsetzen. Das hatte ich abgemacht, damit ich hier besser drankomme. Habe das auch ein bisschen gereinigt, werde ich jetzt fetten. Dann muss ich als nächstes hier auf dieser Seite, sprich auf dem Motorschild, diese Brücke auftrennen. Und dann müsste das Motorschild normalerweise massefrei sein, ne? Das mache ich dann auch gleich mal und dann teste ich das mal und dann zeige ich euch das. Gut. Das habe ich jetzt hier frei gemacht, sprich durchtrennt. Dann habe ich hier keinen Kontakt mehr vom Rahmen zu diesem Kontakt. So, ich habe jetzt, habe ich ja gezeigt, dass ich das durchtrennt habe. Jetzt teste ich nochmal, dass das massefrei ist. Ne? Sprich, das ist ja die Kontaktstelle. Da ist jetzt kein Kontakt mehr hier zu diesem Motorkontakt. Und es darf natürlich auch kein Kontakt zwischen diesen beiden Motorkontakten sein. Mäßig auch nochmal, das kann man nur messen, wenn man die Motorkohlen rausmacht, ne? Weil sonst über die Motorkohlen ist hier Kontakt, dann pfeift das. Also für die Massefreiheit, um die festzustellen, müssen die Motorkohlen raus, sonst funktioniert das nicht. Dann hat man hier immer ein Pfeifen, ne? Weil ja über die Spule vom Motor
läuft der Strom ja von einem zum anderen Kontakt. Und dann hat man hier ein Piepsen, das heißt, noch sagst du mal, die Motorkohlen rausmachen und dann kann man das vernünftig testen, dass das ganze Schiss massefrei ist. Ne? So, das funktioniert hier. Na, hier darf man natürlich, ist klar, wenn man da dran geht. Aber hier, Motorkontakt zu Motorkontakt, fließt kein Strom. Na, das ist soweit fertig. Das passt. Gut, kann ich die Motorkohlen wieder reinmachen. So, ich zeige euch das nochmal ganz kurz, was ich meine. Das hört ihr, dass das hier pfeift, ne? Wenn die Motor, wenn die Kohlen da drin sind, pfeift das, ne? Also, wie gesagt, Kohlen rausmachen. Und dann ist das auch gut. Das ganze Gerät funktioniert, läuft. Ist schon mal gut. Wunderbar. Andere Richtung mal probieren. Kein Bock drauf. Also nochmal vorwärts fahren. So, heute ist der nächste Tag. Jetzt geht es ja wieder ein bisschen weiter an der 78. Geht ja erstmal darum, wie ich jetzt den Decoder da einbaue. Habe mir überlegt, dass ich den hier reinlege und habe jetzt mal probiert, ob da nicht eine 21 MCC-Schnittstelle reinpasst. Ich weiß, wollte ich nicht mehr großartig verbauen. Ich habe aber noch welche da. Und die 21 MCC, hatte ich ja gesagt, die trägt nicht so hoch auf wie die Blax 22. Ne? Die Platine, die ich immer verwende, diese kleine hier von mk-nk.de, die passt nicht hier rein. Also normal, im Auslieferungszustand passt sie nicht rein. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe die Schnittstelle hier einfach ein bisschen abgeschnitten. Das heißt, hier unten ist der, wie sagt man denn, der Index-Pin 11 ist hier und dann V5, also 5 Volt Stromversorgung läuft da lang. Das brauche ich beides nicht. Deshalb habe ich das jetzt hier, wie gesagt, abgeschnitten. Und somit passt auch die Platine jetzt hier in diesen Zwischenraum rein. Kann man schön da reinlegen. Na, damit das nicht so schief liegt, weil hier ist ein kleiner Absatz an der Seite. Da habe ich mir nochmal eine Polystyrolplatte geschnitten. Halt ist die falsche. Komm raus. Na, eine kleine Polystyrolplatte, die lege ich da rein. Doppelseitigen Klebeband wird die da reingeklebt. Und dann kann ich die dann im Anschluss die Schnittstellenplatine hier schön in dieses Fach reinlegen, reinkleben, Decoder draufstecken und dann sollte das eigentlich funktionieren. Das ist jetzt der Plan, das mache ich mal fertig und dann zeige ich euch das. So, ich habe die Platine jetzt eingesetzt. Na, wie ihr seht, die passt wunderbar da rein. Von der Höhe ist das auch wunderbar. Das hier, dieser schwarze Sockel, ist jetzt bündig mit dem Rand. Drin ist ein Metallrahmen. Na, ich habe da... Ja, wie sagt man denn, das doppelte seitige Klebeband unten auf die Platine aufgeklebt, habe sie an den Rändern, also das Klebeband an den Rändern hochgeklebt, ne, rechts und links, damit die Platine im Prinzip hier keinen Kontakt zum Rahmen hat, ist das doppelseitige Klebeband hier nochmal als Isolation rechts und links dazwischen. Ne? Also das Ding passt wunderbar da rein, Decoder drauf, trägt dann auch nicht so hoch auf, denke ich mal, das ist eine feine Sache. Prima. Also 21 MCC kann man halt doch auch noch weiter benutzen, ne? So ganz verbannen sollte man die Schnittstelle dann doch nicht, wie ich das mal gesprochen habe, weil die Lok bekommt ja auch nicht so viele Funktionen. Und da reicht halt ein 21 MCC oder allemal auch noch aus. Ne? Gut, dann geht es jetzt um die Lichtgeschichte. Über Kabel ran machen und dann ist das Ding gegessen. Ne? Mache ich gerade mal fertig so ein bisschen was und dann zeige ich euch das. Für die rechte Stromabnahme, das Kabel läuft hier unten an so ein kleines Plättchen. Das ist, ja, das bewegt sich halt so ein bisschen hin und her und hat halt so, sei mal, eine Federfunktion und drückt halt hier gegen den Rahmen. Ne? Da war vorher ein steifer Draht dran. Dann stand das hier so ziemlich gerade, das Plättchen, und der steife Draht ging dann hier vorne zur Laterne. Na, damit dieses Plättchen keinen Kontakt zum Rahmen hat, habe ich jetzt A, das Kabel angelötet und B, stecke ich da mal einen Schrumpfschlauch über dieses Plättchen, damit das eine Isolation zum Rahmen hat.
So, das Schrumpfschläuchlein habe ich jetzt hier aufgesteckt, kann man sehen. Ne? Damit ist das Blech isoliert und kann halt nirgends an den Rahmen dran stoßen. So, die Leitungen sind jetzt angeschlossen. Ja, die Stromabnahme rechts hatte ich ja gesagt, die läuft hier vorne hoch. Dann ist Motor rechts hier an diesem Blech angelötet, passend hier zu dem Motorkontakt. Ja, Motor links ist hier angelötet an dieser Fläche und die Stromabnahme links ist hier neben dem Schräubchen angelötet, weil die Schraube führt ja den Strom vom Rahmen hier auf das Motorschild. Ne? So, das heißt, jetzt sind Stromzufuhr sind angelötet, sprich die Stromabnahmen, die Motorkabel. Ja, das müsste normalerweise mit dem Aufstecken vom Decoder, ich nehme jetzt erstmal den Dummy-Plug, sollte der Apparat normalerweise eigentlich jetzt schon mal fahren. Das teste ich gerade mal mit einer Batterie. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Upsa. Also ich habe das Ganze eben auf dem Gleichstromgleis getestet. Das funktioniert. Die Batterie, die ich habe, die ist zu schwach. Die packt das nicht mehr, aber das Ganze funktioniert soweit. Das ist schon mal prima. So, ich habe mir jetzt hier ein Rücklicht fertig gemacht. Das ist eine 3 mm Duo-LED rot-weiß. Habe hier an die Beinchen jeweils einen kleinen Widerstand angelötet mit einem Kilo oben. Ja, Schrumpfschlauch da drum und jetzt kann das Ganze hinten eingesetzt werden. Ne? So sieht das aus. Perfekt. So, der Apparat ist jetzt soweit fertig. Ne? Das hintere Rücklicht habe ich eingebaut, hatte ich euch ja gezeigt. Das rot-weiße Kabel hatte ich angelötet. Die Leitung habe ich hier nochmal ein bisschen gefärbt. Nach vorne habe ich dann weitergelegt, das blaue und das weiße Kabel. Hier auch zu einer 3 mm Warmweiß-LED. Da habe ich auch gleich einen 1 Kilo Ohm Widerstand angelötet. Das Ganze hier so ein bisschen abgeklebt. Die Leitung habe ich etwas rot. Hoppala. Die Leitung habe ich ein bisschen rot eingefärbt, damit die unten nicht so durchleuchten. Ne? So, das war es im Prinzip. Das war kein Hexenwerk mehr. Ich mache mal ganz kurz einen Funktionstest mit der Batterie. Also wie ihr seht, das Licht vorne leuchtet. Ne? Ne? Ja, wie gesagt, Batterie ist nicht mehr so dolle. Das Ding funktioniert auf jeden Fall. Und dazu passend ist halt hinten auch das, obwohl das rote Rücklicht. Ne? Das leuchtet auch. Und wenn es andersrum fährt, das Ding ist es halt dann hinten weiß, das funktioniert auch. Ja, so, das geht. Also alle Funktionen sind gegeben. Ja, bin ich schon mal zufrieden mit. Das hat soweit funktioniert. Ist der Apparat so gut wie fertig. Gut. So, jetzt geht es hier mit der 78 weiter. Ich hatte ja schon in einem anderen Video erzählt, dass heute Sachen gekommen sind vom Lokmuseum. Ne? Einmal 5er Basic, 21 MTC für die Schnittstelle und dann hatte ich mir nochmal einen normalen 5er mitbestellt, 21 MTC Schnittstelle, weil ich noch eine zweite 21 MTC Schnittstelle habe. Ja, ich will jetzt erstmal hier den Basic einbauen in dieses Modell, weil das Lok hat, ja, ist auch klar, super deutsch, also die Lok hat ja nicht so viele Funktionen und daher reicht also ein Basic, wenn er denn reinpasst. Das muss ich mal schauen. Könnte hier ein bisschen knapp werden. Mal gucken, mache ich hier gerade mal ein Klebeband vorne vor die Wand. Ich sehe gerade, dass der da so ein bisschen anstößt, der Decoder. Oh, Hermine, ey, du Deibel, was machst du da schon wieder? Junge, du sollst das nicht essen. Die ist tot, ey. Was machst du denn da? Die
bist du? Oh, das ist nichts für Hermels, ey. Du bist Teufel, lass das. Quatschkopf. So, ich habe jetzt hier vor die Wand ein kleines Klebeband gesetzt, weil der Decoder schon relativ nah da dran liegt. Ja, mal gucken, dass das Ding da drauf passt. Ja, scheint soweit zu funktionieren. Ja, Decoder liegt da drauf. Jetzt ist die Frage, ob der Deckel da oben drüber geht. Lasse ich mich mal überraschen. Ich mache aber erstmal kurz eine Probe, ob das Gerät so funktioniert mit dem Decoder da drauf. Es bewegt sich ganz wenig. Wie gesagt, die Batterie hat nicht mehr so viel Saft. So, hier steht der Apparat kurz auf dem Prüfstand. Deckel ist noch nicht drauf. Wollte das erstmal testen. Ne? Licht vorne funktioniert. Das ist bestens. Mit F1 ist hinten das rote Licht an. Das funktioniert auch. Beim Fahrtrichtungswechsel ist dann hinten weiß. Das funktioniert. Und da kann ich mit F1 bei der Rückwärtsfahrt auch zur Not vorne das weiße Licht dazuschalten. Das passt alles wunderbar. Ja, und fahren tut der Onkel auch. Ja, das funktioniert auch wunderbar. Das heißt, die Funktionen sind alle gegeben. Da gucke ich jetzt, dass ich den Deckel da drauf kriege und dann ist das Gerät soweit fertig. So, Gehäuse ist drauf, wie ihr seht. Ne? Licht vorne, Lichtfarbe sieht gefällig aus, das ist schön. Das rote Licht hinten sieht auch gut aus, das passt. Wie gesagt, Fahrtrichtungswechsel ist das dann hell. Das hat jetzt leider eine andere Lichtfarbe als die vordere LED. Das ist ein bisschen kühler, aber ja, ist halt jetzt so bei dieser, sag ich mal, Duo-LED. Kann ich leider nicht ändern. Was sehr positiv ist, ein bisschen mehr Licht daran holen. Den Decoder sieht man im Führerhaus überhaupt nicht. Ne? So der normale Einblick, so die Tiefe. So, und da, wenn man hoch macht, da sieht man so ein bisschen was vom Decoder, aber wie gesagt, beim normalen Reinschauen sieht man den Decoder gar nicht. Dann muss ich mir nochmal Lokführerpüppchen besorgen, wenn man die reinklebt, dann ist der Decoder komplett verschwunden. Ne? Das ist da schon mal eine super Sache. Da hat sich das mit der Platine auf jeden Fall schon mal gelohnt, die da reinzufrickeln. Das ist wunderbar. Und mal gucken, ob der Apparat hier jetzt auch noch fährt. Aber da, na komm schon. Ja, also der Hobel fährt auch hier. Wunderbar, das passt. Stelle ich den gleich nochmal auf die Anlage und dann ist das Ding fertig. So, aufgrund des vorhandenen Chaos hier auf der Anlage ist eine große Rundfahrt nicht möglich. Wollte die Lok aber trotzdem mal hier ein kleines Stück laufen lassen. Die fährt noch nicht so super perfekt. Muss ich wahrscheinlich erstmal einfahren, ne, wenn man bedenkt, dass der Motor ja im Prinzip total tot war, als ich sie bekommen habe. Fährt sie jetzt auf jeden Fall zumindest schon mal so halbwegs. An manchen Stellen stockt sie so ein bisschen, aber ich denke mal, wenn die sich eingelaufen hat, dann funktioniert das Ding ganz ordentlich. So, gucken, wie weit das jetzt geht ja mit dem Kollegen. Also was mir auch noch aufgefallen ist, also das ist auch noch, das ist mir schon vor längerem aufgefallen, dass das eine Lok des Ruhr-Schnellverkehrs ist. Und ja, das habe ich leider erst bemerkt, als ich die Lok bekommen habe. Ja, das Ganze ist im Ruhr-Schnellverkehr, das war beim Verkauf nicht zu sehen. Ich habe nämlich schon genau das gleiche Modell vom Ruhr-Schnellverkehr. Und daher mal eine Frage für die Leute, die sich auskennen. Könnte man jetzt einfach dieses Ruhr-Schnellverkehr-Schild da vorne wegmachen? Und sagen, das ist halt eine Lok, die fährt halt ganz normal im Streckenverkehr, halt nicht im Ruhrschnellverkehr. Oder ist das eine ganz spezielle Version, die halt nur im Ruhrschnellverkehr gefahren ist? Da kenne ich mich nicht mit aus, vielleicht habt ihr eine Idee, könnt mir da ein bisschen helfen. So, da kommt sie nochmal aus dem Tunnel rausgefahren, aber gleich ist hier Feierabend. Weil, na, letztes Stück was geht, weil hier ist jetzt abgeklebt, da fährt sie noch drauf und dann ist Feierabend. Na, hatte ich euch ja schon gezeigt, hier im anderen Video, hier ist halt Chaos, hier fährt jetzt nichts mehr weiter, da ist Schluss. So, die 78 muss jetzt im Rückwärtsgang wieder zurückfahren. Ja, das funktioniert auch halbwegs. Und je länger das Modell läuft, umso
ja, ruckfreier und geschmeidiger fährt sie halt. Ne? Ja, toll, jetzt verliert sie auch noch den Zug, ey. Perfekte Moor. Naja, gut, was soll's, kann man nicht ändern. Ja, Resümee zu dem Modell. Umbau ging eigentlich relativ einfach. Abgesehen von der Geschichte, dass halt der Motor, wie gesagt, da verklemmt war. Und was ich halt auch nicht auf dem Schirm hatte, ich hatte zwar vor Ewigkeiten schon mal so eine 78 umgebaut, ist die Sache mit dem Motorschild, dass man das da so nicht rausbekommt. Ne? Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, weil mich da irgendwann mal jemand angeschrieben hatte, wie kann ich denn das Motorschild massefrei machen und so weiter und so fort. Und da hatte ich halt lax geschrieben, ja, mach's raus und mach's massefrei. Und hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass das Biest gar nicht da rausgeht. Ohne dass man die Lok halt wahrscheinlich total zerlegen muss, Räder ab, Achsen raus, na, sonst geht das gar nicht. Aber wie gesagt, bei der Version, die ich hier habe, neueres Modell, ist das mit dem Massefreimachen ja so kein Problem gewesen. Musste man ja nur diese eine Leiterbahn durchtrennen. Und ich denke mal, bei der anderen 78, die ich da habe, war das wahrscheinlich genauso. Und deshalb hatte ich das gar nicht auf dem Schirm, dass dieses Motorschild da gar nicht rausgeht. Ne? Also wenn ihr so ein Modell digitalisieren wollt oder kaufen wollt, ja, da wisst ihr, was auf euch zukommt. Wie gesagt, Motorschild da rausmachen. Ja, nicht ohne größere Probleme machbar. Ja, ansonsten, wie gesagt, der Umbau war relativ einfach, war nicht viel zu machen. Ne? Das habt ihr ja gesehen. Die Sache mit dem Decoder, finde ich, das passt super, dass der da so toll drin verschwindet. Geht natürlich nur mit den kleinen MDC21-Platinen von mk-nk.de. Ja, und 21 MDC-Decoder halt. Ne? Wenn wir da einen Plaxa reinmachen würden, Plax 22, der Decoder, der würde halt höher auftragen. Den würde man auch sehen, ne? Was dann doch dazu führt, sage ich mal, mein damaliges Statement, dass ich halt MDC-21 sehr wahrscheinlich nicht mehr verbauen werde. Das werde ich hiermit revidieren, diese Entscheidung. Ne? Für solche Fälle, denke ich mal, ist 21 MDC auch immer noch sinnvoll einzusetzen, weil es halt in der Bauhöhe nicht so stark aufträgt, das ganze Zeug mit dem Decoder. Und da passt das doch immer noch ganz gut, auch wenn das Modell halt wie dieses hier nicht so viele Funktionen hat. Denke ich mal, dann kann man das mit dem 21 MDC Decoder immer noch gut machen. Ansonsten, wie gesagt, mit viel Platz und viel gewünschten Funktionen bietet sich dann halt die Plax 22 Version an. Ja, das als abschließende Worte nochmal. Wie gesagt, Modell ist soweit ein tolles Gerät, gefällt mir. Und da sie ja, wie gesagt, bei mir als tot angekommen ist, bin ich halt froh, dass sie so läuft, wie sie läuft. Und wenn die noch ein paar Runden gedreht hat, denke ich mal, dann läuft die auch noch eine Runde besser. Ja, in diesem Sinne danke ich euch ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Video. Macht's gut und tschüss.